Am Wort ist Magister Karin Greiner. Bitte schön, Frau Abgeordnete. Vielen Dank, Herr Präsident. Werter Herr Minister, Herr Staatssekretär, Frau Ministerin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es freut mich heute ganz besonders, dass ich bei meiner ersten Rede im neuen Parlament eine Besuchergruppe aus meinem Bezirk Graz-Umgebung Vorarlberg hier begrüßen darf. Willkommen. Lieber Kollege Obernosterer, richtig, die Opposition ist dazu da, aufzuzeigen. Und zwar haben wir viel aufzuzeigen und ich komme gleich zu den Fakten. Leider haben wir viel aufzuzeigen. Ja, Kollege, ich weiß, dass Sie schon nervös werden. Die Forschungsförderungsgesellschaft soll den Energiekostenzuschuss als Förderstelle abwickeln. Kein Zweifel, die FFG ist eine gute Gesellschaft, Kerngeschäft, Forschung voranzutreiben und darauf zu achten, dass das auch wirklich passiert, zukunftsträchtig. Sie ist aber nicht im Kerngeschäft Förderabwicklerin und es ist irgendwie bedauerlich, dass man wieder die Fehler wiederholt, die wir leider schon kennen, aus der KOFAG. Man gibt die Förderabwicklung in Hände, die dafür eigentlich nicht wirklich prädestiniert sind, die die Strukturen dafür nicht eigens installiert haben. Und es ist bedauerlich, dass man diese Fehler wieder wiederholt. Lassen Sie mich das mit Fakten belegen. Es gibt ja mittlerweile leider mehrere Belege und Dokumente dazu, die das auch festschreiben. Wir haben im Budgetausschuss eine österreichische Nationalbank-Aussprache gehabt und es gibt einen aktuellen Bericht zur KOFAG. Und was steht in diesem Bericht? In diesem Bericht steht, dass viele Betriebe ihr Eigenkapital übergebührlich erhöhen konnten aufgrund der Förderungen, die sie während der Corona-Zeit erhalten haben. Ja, das kann ja nicht sein, liebe Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Sind Sie dazu da, Gewinne von Betrieben zu finanzieren? Ich glaube nicht. Da, wo Gewinne gemacht wurden, die sind noch weiter gestiegen. Das ist nicht Sinn und Zweck einer Förderung, die vom Steuerzahler zur Verfügung gestellt wird. Es gibt aber nicht nur den ÖNB-Bericht, wir haben auch vom Rechnungshof einen sehr aussagekräftigen und schonungslosen Bericht zur KOFAG-Abwicklung. Das ist ein Musterbeispiel an Intransparenz, eine wohlgehütete Blackbox, wo 15 Milliarden vom Herrn Finanzminister hingeschoben wurden und dann an Unternehmen ausbezahlt wurden. Ja, haben die richtigen Unternehmen das erhalten? Das wollten wir immer gewährleisten, aber das Tolle daran, wir als Parlamentarierinnen durften ja nicht einmal kontrollieren, wer dieses Geld bekommt. Im Beirat kann ich die Öffentlichkeit nicht informieren, da gibt es eine Verschwiegenheitsklausel. Die parlamentarische Kontrolle habt ihr ausgeschaltet, Skandal. Millionen über Förderung beim Fixkostenzuschuss, bei den Umsatzersätzen in einem Monat bei nur 50 überprüften Unternehmen, 30 Millionen über Förderungen, geschätzte Überförderungssumme summa summarum nahezu 600 Millionen, 598 Millionen und Sie reden das klein, unverständlich, lieber Kollege. Wir verlangen, dass Förderungen, die es natürlich geben muss, und es ist die staatliche Aufgabe, Unternehmen zu schützen, dass sie nicht zusperren brauchen, staatliche Aufgabe ist es auf alle Fälle. Aber bitte, bitte, liebe Regierungsfraktionen, zielgerichtet, transparent, sprich mit parlamentarischer Kontrolle, so dass es die richtigen Unternehmen bekommen, dann hätten sie unsere Zustimmung. Bei der FFG ist es wieder ein Fehler. Wir wissen nicht, wer kontrolliert. Wir wissen nicht genau, wie das laufen wird. 200.000 Anträge für eine Gesellschaft, die normalerweise 3.000, 4.000 pro Jahr abwickelt. Ja, wie sollten die das backen? Das ist ja unmöglich, dass ich sehenden Auges wieder die gleichen Fehler mache. Da gehen wir nicht mit. Danke. Nächster Redner ist der Abgeordnete Franz Hörl. Bitte, Herr Abgeordneter. Sehr geehrter Präsident,